einem losten Thema zum anderen losten Thema. Trimax hat nicht den Bananenmann, sondern Rumatra tätowiert. Schauen wir ganz kurz rein. Noch 2 Tage, was dann? Oh, diese Show ist ja am Wochenende. Wann ist das? 2 Tage? Eins, zwei? Am Samstag? Alter, dann stream ich am Samstag nicht. Dann lasse ich Max den Platz. Meine 5000, 6000 Viewer kann er haben. Da gönne ich ihm, Alter. Da freue ich mich drauf, Digga. Da freue ich mich drauf. Geil. Moin Leute, Trimax hier. Wir sind am Ende von 72 Stunden Stream. Ich habe mich für jede 100 Subs, die reinkamen, einen Elektroschock kassiert. Einer ist noch auch offen von 39. Dann habe ich 39 Schläge kassiert. Warte mal. Was denn? Jetzt kurz, komm vor. Okay. Du bist so krank. Warum machst du es mal hier hinten? Mach doch hier vorne. Ja, okay, aber das nee, mach's hier bei der Seite. Mach's hier bei der Seite. Ja, mach ich. Ich will also, dass man sieht in der Scheiße. Okay, dann machst du das. Digga, selbst wenn ich das machen würde, pro Sub den Elektroschock, würde ich nicht so viele Subs bekommen. Dass man sieht. Okay, ich hasse, dass man sieht. Oh! Okay, mach weiter mit dem Intro. Okay, ja, also Elektroschocks kassiert. Das riecht so verbrannt immer jedes Mal. Man sieht nichts Verbranntes dort. Mhm. Aber es riecht verbrannt. Rumatra. Ist der Muskel von innen. Stellt euch mal vor, Max kämpft gegen Mickey und dann zuckt der Arm einfach rum. Dann schlägt er einfach Mickey komplett durch Dach, Alter, weil er nicht mehr kontrollieren kann. Will sich tätowieren lassen bei 1000 Subs, haben wir gesagt. Da musste ich mithalten, deswegen habe ich die Elektroschocks genommen. Die 39 Elektroschocks habe ich bekommen. Alle von Rumatra. Mega sauer bin ich jetzt. Und jetzt kann ich mich richtig schön bei ihm rächen. Und ein Tattoo stechen. Genau. Seine Freundin hat eine Tätowiermaschine. Ich habe das noch nie gemacht. Das ist super gefährlich, mach es nicht zu Hause nach. Wir haben Verbandszeug, Desinfektionsmittel. Alles, wir haben Desinfektionsmittel. Ich habe mir die Stelle natürlich rasiert, so wie sein muss davor. Du hast die vorher schon rasiert? Ja, ich habe die vorher schon rasiert. Rumatra rasiert sich seine Waden. Genau. So, was haben wir hier? Wir haben hier The Machine. The Fußträder, das ist so ein Fußträder, da tritt man drauf, stellt man auf den Boden und immer wenn man tritt, kommt halt Energie an den. Achso, Digga, Rumatra Raketenwissenschaft Energie. Das ist das Logo sagen. Wir machen was super Simples, was zeitlos ist, was immer geht. Ein Dreieck. Nein. Was denn jetzt? Ein Kreis. Ein Kreis. Weil ich bin ultra grobmotorisch und das ist ultra schwierig und das wird eh kein Kreis am Ende werden. Ja, wie sieht denn das aus, Mann? Das sieht aus wie aus dem. Das ist witzig. So, hier haben das wir. Das ist echt eine mega dumme Idee. Das ist eine super dumme Idee. Das ist die Nadel, hast du gerade schon gezeigt? Nee. Das ist die Nadel. Und die hau ich dir jetzt rein, die haust du mir rein, ja. Ganz Alter, viele, Junge, what the fuck? Wasch bitte nochmal deine Hände. Oder zieh Handschuhe an? Handschuhe an. Hast du Handschuhe? Ja, die hat. Würde ich machen. Für einen Look? Ja, für einen Look haben wir beide Handschuhe an. Warum muss dein Rumatra Handschuhe anziehen? Welche raus? Ich weiß nicht, wie das funktioniert. Hops gehen raus an Alex. Er hat das ganze Verbandszeug, Notfallservice. Falls du gar nicht mehr hast, haben wir noch Adrenalinspritzen für dich. Defibrillator und alles. Das ist quasi ein chirurgischer Eingriff. Es ist auch sehr, sehr professionell. Also ich weiß alles, was ich machen muss. Meine Freundin hat mich gecoacht. Mach das nicht zu Hause nach. Es ist extrem Kollegen, dumm. Der ist meine Freundin hat mehr. Das ist super easy. Warum machen die so einen Aufriff deshalb? Feuer, ich kann es ja nicht sagen, Alter. Aber ich frage mich auch, warum du gerade hier im Chat bist und nicht deine scheiß Masterarbeit fertig schreibst. Herzchirurg, der hat mir auch einmal so was erzählt. Leg dich schon mal hin. Zieh jetzt deine Handschuhe an. Kannst du dir Handschuhe anziehen? Wer macht denn so kleine Handschuhe? Was hast du da? Wie schnell hast du deine Mädchenhände reinbekommen? Holy shit, das ist völlig wacke Scheißhandschuhe. Das sind viel zu kurze Finger, was ist denn da? Siehst du das nicht? Nein, das ist nicht. Du musst einfach runterdrücken und gescheit ziehen. Zieh doch mal jetzt dran. Die Finger sind zu kurz eingestellt. Ich krieg das nicht weiter runter. Das ist für das Frauenhandschuh. Dann probier, vielleicht hast du fehleranfällige. Der erste Tätowierer mit Rolex. Alter. Definitiv nicht der erste. Ich glaube, bei Max, wenn Max ein Kondom anzieht, ist das genauso. Das ist einfach viel zu. Ach, Scheiße. Wieso stelle ich mir sowas vor, Alter? Wieso stelle ich mir sowas vor? Ist ja auch egal. Komm, lass uns einfach vergessen, dass ich das gerade gesagt habe. Und wir leuchten das allen aus unserer Erinnerung und gut ist, Alter. Also, das bringt ja nichts. Guck, und jetzt tun wir hier ein bisschen Farbe rein. Du bist dir sicher, dass wir das hier machen? Was machen? Willst du nicht mehr? Willst du einen Rückzieher machen? Nee, aber. Ey, mach lieber nicht mehr Farbe oder so auf dem Boden, ne? Du bist der Tätowierer. Ich bereite es nur vor und du musst dann den Rest machen. Ich dachte, das ist irgendwie da drinne oder so ein Scheiß. Nein, bist du dumm? Nein. Ich kann jetzt kleckern. Smasher, danke für den Gift des Zaubern, Daniel. Wo kommt das Tattoo hin? Hier ein Kiefer. Ja. Und eins hier unter die Augen will ich auch, bitte. Alter, deutsche Mega Pablo. Die ist oben hauchdünn. Rumatra, mach das nicht. Du hast das dein ganzes Leben. Oh no. Da habe ich vorher tatsächlich drüber nachgedacht. Jetzt muss ich noch. Das ist ja krass. Man kann ja auch einfach seinen Fuß dann abschneiden, ne? Mal überdenken. Oh ja. Aber du hast nicht wegzucken oder sowas, dann vermal ich mich, ne? Ja, natürlich. Was deutsche Simex. So, oh nein, ich fall hin und tätowiere dir den Streifen ins Gesicht. Wie sagt man, wenn man will das machen? So, hier ist jetzt die Nadel. Ich habe die Nadel jetzt. Warum ist sie so lang? Feinsäuber nicht entfernen. 88% sind für Smiley? Das die Leute finden Smiley cooler als ein Kreis. Ja, die Leute geben mir aber kein Geld dafür, weil sie nämlich alles deine Subs sind. Boom. Und so tief darfst du nicht stechen, wie diese Nadel gerade rausschaut, okay? Okay. Deswegen können wir das hier einstellen.
Der ist ja bis zum Knochen, das ist ja alles. Ja, ja, nein, nein, guck, so, so machen wir. So nur? Ja, ja, klar, ganz wenig, 1 Millimeter. 1 Millimeter nur? 1 Millimeter nur, lieber nicht zu tief als zu tief. Das ist ja gar nicht, das ist ja nicht mal ein richtiges Tattoo. So, ich denke, das ist fein. Als würde Max das wissen, Dinger, what the fuck. Nein. So, man sieht, also auf der Kamera sieht man es gar nicht, glaube ich. Guckt nur ganz wenig. Normalerweise steht ein bisschen mehr raus, ne? So genossen. Also, die Stromschläge haben wehgetan. Aber dass sich ein Freund von mir so sehr freut. Wir sind 39. Hey, wir sind Kollegen, okay? Alter, Max hat Romatra Freund genannt. Das haben wir so noch nicht gesehen. Stromschläge gibt. Das hat mich verletzt. Das ist das, was mich wirklich verletzt hat. Und dafür gibt's jetzt die Rache. Das Anfangen. Go. Ich hab da überhaupt keinen Bock drauf. Du musst das jetzt quasi anmachen. Drück mal drauf. Dann gehst du da ein bisschen hier rein. Machst quasi Tinte drauf. Und dann tätowierst du... Zeig mal, wie viel. Nicht, du kannst es nicht zu tief. Du wirst das gleich zeigen. Du kannst es nicht zu tief oder zu wenig reinstecken. Mach mal den dahin. Mit Kuli vorzeichnen? Oder wie hast du vorgezeichnet? Also ich hätte eigentlich gedacht, dass Max das so hält und einfach so drauf losmalt. Digga, nein, 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 das kann man doch nicht machen. Mach mal, anstatt die Augen, mach mal Punkte lieber. Punkte sind schwieriger. Wie willst du eine Punkte machen? So. Nein, 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 nein. Du machst einfach Strich. Nee, machst du. Strich, nein, nein. Digga, das ist ja viel zu klein. So klein soll das sein. Ja, das sieht man ja gar nicht. Das soll man auch nicht sehen. Das soll nur extrem wehtun. Wir brauchen noch Tempos, oder? Hast du Tempos zum Abwischen? Ach, Digga, da hab ich jetzt nicht, nee. Sag mir, wo ich die finde. Oh, doch, hab ich noch. Das. Alter, so infizierte Wichstempos, wo Max schon reingeschissen hat. What the fuck? Ich desinfiziere mich und wische es dann damit ab. Dann kann das, ich auch gleich nicht guck, diese Küchentücher sind benutzt. Digga, Max ist so dumm. Diese Küchentücher sind... Wetsch, danke schön für dein Prime-Sub. Benutzt die... Da liegen 3 benutzte Küchentücher vom Pizzaessen und das waren die nicht benutzten Küchentücher. Ich wische mir jetzt mit den benutzten Küchentüchern... Es sind unbenutzte, ganz normale. Die wurden nur hier reingetragen. Alles, was du... Alter! Oh, Desinfektionsspray in der Luft. Jetzt stirbst du, Max. Ich hab mich getroffen. Ich mach jetzt hier. Ich hab übel Schiss, dass du da jetzt ohne Farbe in meine Haut stichst. Was passiert dann? Dann hab ich einfach nur Schmerzen. Normalerweise habe ich wenigstens dann ein Tattoo und... Könnte man sich ein riesen Tattoo machen lassen, ohne Farbe? Du hast einfach wunde Haut und übel Schmerzen für 2 Wochen, bis es bald ist. Und dann ist deine Haut dafür immer versgart. Guck mal, das... Voll geil. Die Wolke ist das allererste Tattoo, was du dir stechen lassen hast, genau. Jemals. Von deiner Freundin. Ja. Das sieht actually ganz gut aus. Direkt daneben den Smiley mache. Ich finde, das besudelt ein bisschen die Wolke. Du hast auch noch richtig nice Spot hier am Hals. Ich fände es so geil, wenn er einfach, kann man sich das Zahnfleisch tätowieren? Ja, ne? So groß. Nicht wie deutet das wenig, dass du gleich zuckst oder so? Wenn du zuckst, kann alles passieren. Dann garantiere ich für nichts. Nein, nein, ich zuck nicht. Hey, nochmal. Nicht zu Hause nachmachen. Das ist eine beschissene Idee. Das ist völlig schwachsinnig. Wir können das nur machen. Ich würde euch sogar insgesamt von Tattoos abraten. Das geht? Man kann sich das Zahnfleisch tätowieren? What the fuck, okay. Nein, wirklich, wir lachen jetzt. Mach das nicht. Ich habe noch keine Tattoos. Ich überlege ja immer wieder mal. Aber ganz oder gar nicht. Und ganz hieß dann... Viel zu viel, deshalb mache ich es nicht. Ja, mach jetzt. Farbe rein, zeig mal. Da spritzt, wenn das jetzt gleich spritzt, dann hau ich. Ein bisschen spritzt es. Hau ich dir sofort in die Fresse. Vielleicht spritzt ein bisschen und jetzt so Mini-Hauchtropfen hast du dann überall. Das ist der Preis, den du zahlst. War schon drin? Weiß ich nicht. Mann, du musst doch gucken, Mann. Ich sehe das doch nicht. Ich hab noch nie irgendwas gemacht. Du kannst das ganz reintunken fast schon. Das ganze Ding da rein. Nicht komplett, aber so, dass du halt siehst, dass es drin ist. Okay, voller Farbe? Ja, voller Farbe. Mach nur einen Strich erstmal. Einen Strich. Du mach jetzt hier so einen Strich, so. Ja, ja, oh. So? Einen, so in der Länge. Eins, genau so einen kleinen Strich. Ja. Zack, so, zack, einmal runter. Boah, ich hab so Schiss, Max. Ich hab so Angst. Was denn? Nee, du weißt ja 72 Stunden, dass das kommt. Ja, nein, ich wusste erst seit 3 Stunden, dass das kommt. 1000 Subs, Alter. Hättest du mal für 3000 machen können. Hätten die Leute auch voll gemacht. Nein, hätten die Leute nicht voll gemacht. Okay, die Farbe. Auf alles hätten die es voll gemacht. Mach einen Ministrich. Okay. Einmal so zack runter, ne? Ja, einmal zack runter. Nicht, oh Max, ich will das nicht. Mach das jetzt. Du hast doch schon mal ein Tattoo bekommen, Alter. Ja, das hier. Oh nein. Oh, jetzt ist hier mal... Soll ich erst drauf machen und dann drücken? Ja, mach mal erst drauf und dann drücken. Kennt sich jemand aus? Erst die normale Nadel drauf und dann drücken? Weil jetzt ist das alles auf die Haut gespritzt. Ja, aber du machst drunter. Was machst du denn? Du gehst die ganze Zeit weiter weg. Digga, wie kann man das denn so verkomplizieren, Alter? Holy shit. Angst! Du bist nichts passiert. Es ist nichts passiert. Ich glaube, du hast nicht mehr meine Haut berührt. Oder? Es ist zu viel Farbe. Man sieht nichts. Sobald ich irgendwas berühre, explodiert das Ding voller Farbe. Nein, das ist nichts. Der ist morgen früh weg. Ja, du hast recht. Du hast recht. Den Strich ziehst du nochmal nach. Oh, ich werde angerufen. Warte. Er sagt, er hat eine Einweisung bekommen. Hallo?
Ich mache jetzt Lautsprecher. Mach Lautsprecher. Scheiße. Ja? Guten Morgen. Hallo. So, ihr nehmt jetzt, ihr habt Farbe auf der Nadel, ihr nehmt jetzt bitte nochmal neue Farbe, macht das nochmal kurz desinfizieren. Ja, nur ganz kurz. Ihr drückt die Nadel schon, das heißt, ihr lasst die Nadel schon laufen, bevor ihr das einstecht. Aber das spritzt die ganze Zeit. Ich habe viel zu viel Farbe, weil Wieland das meinte. Ich spritze einfach noch ein bisschen Farbe weg und dann mache ich das gleich. Du zitterst ja übel. Jetzt hab ich Alter, Junge, Junge, das kann man sich ja nicht anschauen, was die beiden da veranstalten. Hier drei Punkte. Du bist einfach weggegangen. Oh mein Gott. Digga. Er zieht einfach weg. Er hat jetzt ganz viele Punkte in einer Reihe. Er zieht einfach weg. Ich hab gesagt, egal was passiert, zieh nicht weg. Ich zeig euch mal kurz, wie Max. Stellt euch vor, das hier ist die Tätowiernadel, okay? So kommt er auf meine Haut zu. Das ist falsch. So kommt er auf meine Haut zu. Also wirklich, sich von Max tätowieren zu lassen, ist ja absolut das Dümmste, was man machen kann. Romatas Freundin hört sich an, als wäre die 12 oder so. Der Razor, ich hoffe es nicht, Alter. Das war falsch. Er hat die unruhigsten Hände, die es gibt. Zeig mal. Das wird auf jeden Fall keine PSA 10, das Tattoo. Da könnt ihr für. Ganz kurz, du hast jetzt ganz viele Punkte in Reihe geschaltet. Nein. Reihe geschaltet. Let's go, weiter geht's. Ja, weiter geht's. Ich muss in 10 Minuten los, das schaffen wir. Kannst du deinen Fuß selber halten? Ja, ich halte meinen Fuß selber. Okay, dann halte ich meine Hand, dann zitter ich nicht, okay? Okay, wenn du zitterst, dann raste ich aus. Das ist gut gewesen, glaube ich. Das war clean. Das war clean. Aber war das bei dem Tattoo auch, dass er alles voller Farbe danach war? Nein. Aber ich glaube, was hier. Tupf mal ab. Das ist ein Strich. Ich würde nochmal. Nein. Zieht, wir haben nicht so viel Zeit. Hat das so wehgetan? Nein, es hat gar nicht wehgetan. Ja, dann zieh noch einmal kurz nach. Ja, zieh noch einmal kurz nach. Das sieht jetzt nämlich aus wie mehrere Punkte. Das war gut, glaube ich. Das war gut. Ja, ja. Ich dachte, das hat auch nicht so wehgetan. Oh mein Gott, Digga. Das war gut. Das hat sich auch richtig angefühlt. Weißt du, was ich meine? Ja. Das hat sich auch. Ey, Tattoos tun ja nicht so krass, wie man dann denkt eigentlich, ne? Alter, clean. Clean. Und jetzt machst du noch einen Mund runter. Oh mein Gott. Hey, Schatz, kannst du da draus irgendwas Normales machen, wenn ich wieder da bin? Das muss so bleiben, sonst fühle ich mich verraten. Okay, dann bleibt das so. Ich werde da auch nicht dran gehen. Ich finde, das ist dann original. Ja, genau. Okay, das ist das einzige Tattoo, was Max hier stellt. Jetzt hier einfach so, ne? Ja. Oh nein, Digga. Alter, das war krass. Das weiß ich jetzt nicht, das sieht jetzt nicht so sauber aus. Holy shit. Du könntest letztlich Tätowierer werden. Sieht man das mal ein bisschen? Ultra gut. Abtupfen. Digga, das ist ja komplett schief. Wieso feiert der das so? Also, ich weiß nicht, ob das einen qualifizierten Tätowierer zu werden, to be honest. Zeig den Leuten. Alter! Oh, das ist es! Der ist es! Das ist es! Den kannst du so lassen. Guck mal, so sollte es aussehen. Das ist ultra gut. Den trage ich mit Stolz. Das müssen wir mehr zeigen. Digga, den trägst du nicht mit Stolz, Romata. Den kannst du nicht mit Stolz tragen, weil du deinen Arsch dafür verkauft. Das belehrt. Wie zeige ich Ihnen das? So, alles das Tattoo für Romata ist Der feiert das voll und sagt, Alter, das ist überclean. Der sagt, das ist überclean. Digga, das ist einfach ein Haufen Scheiße. Guck mal, wie das aussieht. Digga, das ist eine PSA 5. Das ist eine PSA 5, wenn überhaupt. Das kann ja sogar ich besser. Gestochen. Der Smiley ist es. Ultra stark. Ich hab mich richtig gerade so hinkriege. Wie ist? Ich bin zufrieden, das ist ein Original. Wie kann man denn damit zufrieden sein, Digga? Also. Geil, Alter. Ist mega gut fürs erste Tattoo. Der einzige, der jemals von Max ein Tattoo gestochen kriegt. So. Sie hat einfach aufgelegt. Romatra erstmal Single, wenn er nach Hause kommt. Ja, oh mein Gott. Einfach eine solide Grundschülerzeichnung, die Trimester hingerotzt hat, oder? Hätte schlimmer sein können, ja. Es stimmt, aber es hätte auch besser sein können, Chat. Aber ohne Witz, ich hätte auch aufgelegt. Was? Ich hätte auch aufgelegt. Die Hände sind ja richtig ekelhaft, wenn die da rauskommen. Desinfizieren drauf, Creme drauf, Klebe drauf. Genau. Creme kommt dann morgen drauf. Ey, ich hätte echt gedacht, ich hätte nicht gedacht, dass ich es so gut hinkriege. Ein Kreis wäre gar nichts geworden. Nee, ein Kreis wäre gar nichts geworden. Smiley ist definitiv die schlaue Idee gewesen. Leute, das war der erste Probe, zweite 72-Stunden-Stream. Wir werden ein LAN-Party-Setup, das ist gerade dabei. Oh ja, da freue ich mich auch drauf. Hat Max auch schon erzählt, bin ich sowas von down, Alter. Gebaut zu werden, das dauert jetzt noch vielleicht 3 bis 5 Wochen. Dann haben wir ein Fitnessstudio, wo wir livestreamen können. Alter, da hab ich ja so Bock drauf. Ein Setup, wo wir 5 große Tische haben, jeder 3 Bildschirme, Computer, alles ist da, die Leute... Alter, ich muss Max ganz kurz anrufen. Ich rufe jetzt mal kurz Trimax an. Ich lade mich da jetzt mal wieder selber ein, weil ich das extrem gut kann. Bist du auch dabei? Das werde ich jetzt direkt abklären. Aufgelegt. Aufgelegt? Bitte? Weg? Aufgelegt? Nee, ich glaube, ich habe kein... FaceTime geht ja über Internet. Ja, okay, das macht Sinn. Der ist Boxen. Ach so, der ist Boxen. Okay.
Okay. Dann mache ich ihm einfach Memo. Das ist ein guter Hinweis. Hey, ich habe gerade vom Chat erfahren, dass du Boxen bist. Max, du. Du hast jetzt dieses LAN. Ey, du Schwanz, bin beim Training, geh weg. Trimax hat gerade sogar geresubbt. Ey, Schwanz, bin beim Training, geh weg. Trimax, danke schön für 26 Monate. Schau, danke schön, Max. Max, ich mach's jetzt trotzdem. Max, ich würde gerne zu deinem LAN-Party-Setup mit dazukommen zum Stream. Danke. 5 Tische, an einem sehe ich mich. Ciao. Ich würde auch das Wort Tisch, bis dahin richtig aussprechen. Da mache ich das. Das, ja, danke schön, Max, da sehe ich mich.